Züge und Radiotechnik. Liebe Radiofreunde dieses Kanals, ich war im Sommer 2021 mit meiner Freundin in Nesmersiel und ich habe natürlich meinen Weltempfänger und meine Rahmenantenne mitgenommen, nicht um dort die übliche Rundfunklandschaft zu hören, die ist dort genauso langweilig und doof wie hier, sondern um auf dem Hof dieses Hauses einige Empfangsversuche zu machen. Wir folgen des amplitudenmodulierten Rundfunks, wir sind hier in der Nähe von Norddeich und ich habe natürlich mal meinen Weltempfänger mitgenommen mit meiner selbstgebauten Rahmenantenne. Und ich will euch mal zeigen, die Mittelwelle lebt doch noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob man das nachher sehen kann auf dem Schirm. Wir sind hier bei 12, 15 kHz. Die Kenner wissen natürlich, absolute Radio aus England oder Radio. Und ich mache mal lauter, ich höre jetzt natürlich nur den Fotoapparat. Ist natürlich sehr schwach und mit Störungen, aber es geht. Hier ist noch so ein Rasenroboter hinter mir, ich weiß nicht, ob der auch stört. Also England genau westlich von uns. Die 1224. Ja, also das geht. Auch aus England hier. Geht auch ohne Rahmen. Aber mit Rahmen. Natürlich besser. Auch aus England. Muss ich mal gucken. 675 ist Holland. Ich, gar nicht so weit von uns. Die 7693, auch aus England. Mit Rahmen natürlich kein Problem. Die 8 ist wieder aus Holland. Und jetzt gucken wir uns mal die Langwelle an. Da ist auf der 1 die 198. Natürlich England. Droitwich, da waren wir ja auch vor 2 Jahren, haben uns den Sender angesehen, beziehungsweise die Antennen. Und dieser Rahmen ist auch mit einer Verlängerungsspule hier ausgestattet. Da unten. Und da kann ich natürlich auch gut die Langwelle mithören. Bei dieser Gelegenheit werfen wir gleich mal einen Blick auf den Langwellensender Droitwich, den wir 2019 in England besucht haben. Und zu sehen sind natürlich die riesigen Antennen für die Langwellenanlage. Merken wir jetzt keinen so großen Unterschied. Der kommt eben noch so sehr gut. Für die Langwelle habe ich mir mal einen anderen Standort gesucht. Ich bin jetzt hier direkt am Deich. Und wir hören mal, was hier uns die 198 bringt. Das ist BBC 4 von Droitwich. Den Sender haben wir ja auch uns angesehen, beziehungsweise die Antennen. Geht natürlich mit unserem Rahmen, der geht auch für Langwelle. Natürlich auch besser. Dann gucken wir, was wir noch haben. Die Franzosen sind ja auch unermüdlich, da müssen wir die Antenne um 90 Grad drehen. Ui, das schiebt da. Und? Jo, was und? Und nun hören wir noch ein kleines bisschen Musik auf der Mittelwelle aus Holland.